Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone im wilden Modus mit mir, dem Lean, auch bekannt als Gothic Society Clan auf diesem YouTube-Channel. Jo, letzte Episode war schon wieder eine Katastrophe. Ich habe versucht, Legend-Only-Deck zu machen mit dem Schamanen. War auch ganz witzig, hat einmal sogar fast geklappt mit Azelina. Das war halt hier so meine Win-Condition. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Azelina im wilden Modus ist halt schon eine richtig nice Karte, ne? Also, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, was Azelina betrifft. Und da denke ich, die kann man ja schon fast, ja nicht in jedes, aber in vielen Decks gut verwenden. Denn man bekommt halt quasi die Hand des Gegners. Und egal, was dein Gegner spielt, du weißt genau, was er auf der Hand hat und du kannst es selber spielen und damit den auch so ein bisschen countern. Also fand ich schon sehr, sehr nett. Und jetzt wollte ich mir nochmal den Aggro-Druiden ansehen. Und der Aggro-Druide, den habe ich ja in der Vergangenheit auch sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne gespielt. Und ich bin fast am Überlegen, ob ich mir ja auch eine Azelina reingönne. Statt dem zweiten Jeeves. Ich glaube ehrlich gesagt, das mache ich mal. Statt dem zweiten Jeeves eine Azelina finde ich voll in Ordnung. Zumal gerade im Late Game, wenn du mit dem, ja, was heißt Late Game? Du willst den Gegner ja direkt wegpumpen, das ist ja klar. Aber man hat halt mit dem Druiden oft die Situation, man spielt gegen, also mit meinem Aggro-Druiden, den habe ich ja auch schon, wenn ihr das verpasst habt, oben in der Infobox, ja, oft wenn ihr auf das i klickt im Video, dann seht ihr die Playlisten zu meinem wilden Playlist und Standard Playlist. Und ich habe den ja schon des Öfteren mal gespielt hier, den Aggro-Wild-Druiden. Aber die Sache ist die, man kommt halt manchmal an diesen Punkt, wo man keine Karten mehr auf der Hand hat. Der Gegner ist ein Big Resurrect Priest oder ein Reno-Hexenmeister oder irgendwas und man kann nichts mehr machen. Man kann halt nichts mehr machen, weil man keine Karten auf der Hand hat. Man hat es nicht geschafft, ihn wegzupumpen und dann ist GG. So. Aber wenn man dann Azelina topdeckt und die 10 Karten, die der Gegner auf der Hand hat, zieht, ja Junge, was soll ich sagen? Dann ist einfach mal vorbei. So, und ich nehme jetzt Hexenmeister. Grüße. Grüße. Das Ende naht. Okay. Da er das Ende naht gespielt hat, werde ich natürlich einfach nur mal tappen. Aber selbstverständlich. Und ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass Azelina halt auch in Aggro-Decks gut ist, ne? Weil wenn ich dann den Gul'dan ziehe, ne? Wie in der letzten Episode mit dem Schamanen. Hör mal, da kann ich mir echt vorstellen, dass das richtig gut klappt, ne? So, und jetzt. Wieso kann ich keinen Coin machen? Seht ihr das? Bin ich schon wieder rausgeflogen oder was? Ja. Ich weiß nicht, warum das bei mir in letzter Zeit so häufig hier ist. Habt ihr die Probleme auch? Das würde mich mal interessieren. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob ihr die Probleme auch habt. So, und jetzt würde mich auch interessieren, ob er ein Hellfire spielt. Spielt er nicht. Das heißt, Bufferei muss go. Ich könnte hier noch einen spielen und einmal buffen. Hätte ich einen mehr gebufft oder ich spiele jetzt beide Buffs.
Ja, wenn ich beide Buffs spiele, ich muss ja sowieso. Nee, das lohnt sich nicht. Da mache ich lieber so und so. Könnte ein Reno Jackson Hexenmeister sein. Wobei, da hat er den zweiten gespielt, ne? Den zweiten raus aus dem Dschungel. Control Lock? Boah, jetzt ein Flamestrike und ich gucke in die Röhre, aber dann ist das so. Was soll ich machen? Kein Flamestrike. Okay, aber das ist ein sehr dicker Spot für 6 Mana. Ich denke nicht, dass er einen Flamestrike hat, sonst hätte der den eventuell letzte Runde schon gespielt. Vielleicht hat er jetzt auch getopdeckt, kann auch sein. Elektroschrott. Come on. Zwei Mana. Friert ein, ist natürlich mies. Das ist natürlich sehr mies. Aber das ist jetzt so ein Moment, weißt du? Ich meine, gut, in dem Fall hat der Gegner auch viel gespielt. Ist jetzt Quatsch, aber. Das ist auf jeden Fall ein Wildtier und das ist ein Wildtier. Also mache ich das mal so. Sehr schön. Ich habe mich dafür entschieden, den Healbot wegzumachen, denn vielleicht hat er irgendwas, wo er sich den mit auf die. Nein! Zum Glück habe ich. Zum Glück habe ich noch Antworten. Ah, das war schon schade. Vernichtet alle Diener. Vielleicht sogar getopdeckt, keine Ahnung. Chiefs. Quest abgeschlossen, das ist sehr gut. Kinas. Malfurion gegen Arthas. Für Lordaeron! Ich muss die Wildnis schützen. Lass treiben im Leben!
Ich grüße euch. Melde mich zum Dienst. Okay, wir haben hier einen Ort Paladin, Guys. Da sind die 1,5er Spots und die Gruftlords natürlich super. Super! Melde mich zum Dienst. Wir werden diese Welt. Vielleicht soll ich Face gehen. Eigentlich kann ich das beim Odd Paladin nicht zulassen, ne? Der kriegt immer mehr Dudes, bufft die alle hoch. Nee, nee. Kann ich eigentlich nicht zulassen, ne? Das Licht beschützt mich. Die Geißel wird alle verschlingen. Ja. So, und jetzt Azalina, Top-Deck Azalina, komm schon. Mein nächsten Turn hier, wildes Brüllen und no, am besten noch ein wildes Brüllen bei Turn 6. Zurück in eure Häuser. Bei Turn 7 Azalina. Das wäre schön. Die Frage ist, trade ich hier? Ei, ei. Meine Ruhe. Meine Ruhe. Ja, selbst wenn er die hochbufft, dann hat er... kommt er vielleicht durch einen meiner Spots durch? Ich bezweifle, dass er durch beide durchkommt. Deshalb sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Was würde Uta tun? Aufgesessen! Ja, nice. Ja, ist doch gut. Ich meine, da macht er... 2, 3, 5, 6, 7, 8. 8. Also er kriegt einen Spot down. Grüße. Diese Schlacht geht an euch. Top Deck. So. Irgendwann wird der Moment kommen, in dem das so passiert. Schau mal kurz nach. Ah, 14 Minuten bin ich drin. Mein
Alturion gegen Uta. Ist das derselbe? Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ich muss die Wildnis schützen. Ja, finde ich ganz cool. Anregen in Kombination mit Gruftlord und Coin. Das heißt, ich kann Turn 1 direkt den Gruftlord rauscoinen. Gerade gegen unseren Ott-Kollegen. Wunderschön, wie wir gesehen haben. Dann mache ich Turn 1, Coin, Gruftlord. Ja. Coin, Gruftlord. Boah, stellt euch vor, der Ott-Paladin hätte den Gruftlord. Boah. Den könnte der so krass hochpumpen mit seiner Hero Power, deshalb meine ich. Melde mich zum Dienst. Grüße. Wir werden diese Welt. Einen weggeholt und wieder ein Leben bekommen. So, und wenn ich das jetzt so ein bisschen durchziehe, wobei das hier ist ein Wildtier, ist auch schon mal sehr nice. Das heißt, vielleicht kriege ich doppelte Buffs, aber es hängt auch so ein bisschen davon ab, was ich jetzt noch ziehe, weil. Ja. Und was er jetzt macht, natürlich auch. Ich frage mich, ob. Raus aus meinem Dschungel! Was könnte er spielen? 4 Mana. Das Licht schwimmt. Und die Waffe mit den 3 Dudes? Hero Power. Ah. Ah. Oh nein, er kriegt meinen Gruftlord down. Er macht den Gruftlord down. Oh nein. Ja, das ist doof. Das ist sehr doof für mich. Da hat er richtig Glück gehabt mit seiner Waffe. Richtig Glück gehabt. Nächsten Turn mache ich Jeeves und den Buff. Sehr wahrscheinlich. Hängt aber auch wieder davon ab, was er jetzt so spielt. Zurück in eure Häuser. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. Ja, das extrem doofe ist, er profitiert vielleicht vom Jeeves, aber. Egal. Wie kann ich euch behilflich sein? Jetzt muss ich durchziehen und Face gehen. Zumindest mit den kleineren Sachen. Das mit dem Gottesschild habe ich jetzt mal weggemacht. Das war zu hart. Nächsten Turn kann ich doppelbuffen. Und gehe dann wieder mit einem Face und dann müsste eigentlich schon vorbei sein. Im Zweifel, falls er das Board doch clearen kann, spiele ich das. Gehe aber fast nicht davon aus. Ich glaube nicht, dass er das machen kann. Bums. Ja. Ja.
gut geschickt. Für die Wildnis. So, jetzt wird's Zeit, mal ein bisschen aufzuholen hier. Ich weiß, ich habe das schon oft gesagt in letzter Zeit, aber vielleicht spiele ich das Deck durch bis Rang 5 jetzt. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen diszipliniert einfach mal sein und sagen, ja komm, ich spiele das Deck jetzt bis Rang 5. Und dann kann man wieder ein bisschen rumexperimentieren. Oh! Ja, da bin ich echt am Überlegen, behalte ich die jetzt auf der Starthand? Witzig wär's, ne? Aber One-Drops und so wäre natürlich sinnvoller. Egal, ich behalte es mal just for fun, ne? Ich weiß, eigentlich ist ein Fehler, vor allem in dem Aggro-Deck, eine so teure Karte auf der Starthand zu behalten, ist ein Riesenfehler normalerweise. Aber man kann das ja auch nicht immer beeinflussen. Vielleicht skippt man welche weg und kriegt dann doch Aselina auf der Hand oder so. Und ich finde, es ist jetzt auch mal ein Versuch wert. Also das wird jetzt bestimmt nicht der Luz schuld sein. Sofern ich für jetzt am besten 2 Mana Drop ziehe für den nächsten Turn, weil bei 1 nichts zu machen ist schon mal schlecht. Da haben wir das nächste Problem. Den möchte ich ja eher for free aufs Board holen, aber kannst nichts machen. So. Glück im Unglück, Hero Power war ja ganz sinnvoll gegen den Kobold hier. Glück im Unglück, Guys. So, ich mache jetzt nächsten Turn erstmal den. Ne? So, und jetzt YOLO ich einfach alles raus, was ich habe. Nächsten Turn den mit dem. Oder den mit Buff oder so. Mal gucken. Hauptsache, ich knall jetzt alles raus. Und dann kann ich bei 7 Mana, habe ich im besten Fall nichts auf der Hand. Kann mir for free seine ganze Hand holen und zieh meine Agro-Sachen weiter. Also, ich finde, Aselina passt sehr gut da rein. Aber schauen wir mal weiter. Bevor ich jetzt wieder den Tag vom Abend lobe. Oh, hoffentlich nicht Mechasun. Das sieht mir sehr nach Mechasun aus. Ehrlich bin. Ja, ich habe mich hier an der Stelle dann doch so entschieden, weil der Buff bufft ja dann nicht so viel, nur 2. Und vielleicht kann ich jetzt so ein Höllenfeuer aus ihm entlocken. Sofern vorhanden. Und ich könnte im nächsten Turn den auch noch zusätzlich mit buffen. Und eventuell auch Wilds Brüllen ziehen, ne? Das muss ich mir dann gut überlegen. Entweihen. Ja gut. Riesenfehler. Probiere ich es nochmal. Wie gesagt, alles ausgeben bis Turn 7. Das geht ganz gut auf. Nächsten Turn haben wir 6 Mana, spiele ich das mit dem. Und dann haben wir nur noch Aselina auf der Hand. Also es läuft nach Plan. Und bisher sieht es mir sehr nach Mechasun aus. Ist natürlich Megameter im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen hoffe ich, bevor er seine krassen Sachen spielt, dass ich die ein bisschen klauen kann. Ich komme aus der Leere. Und das hier ist natürlich auch super. Passt super in meine Hand hinein. Jetzt kann ich hier nochmal 2 beschwören. Sehr geil. Nochmal 2, die ich hier buffen kann. Und Wildes Brüllen. Und damit habe ich alle Karten ausgegeben. Und next turn ist Aselina. Super effektiv.
So. Wie gesagt, 6 Mana, im nächsten Turn 7 Mana, perfekte Azelina. Ja, je nachdem, was ich ziehe, warte ich vielleicht auch einen Turn. Aber ich denke, guckt euch seine Hand an. Das war genau das, wovon ich am Anfang gesprochen habe. Azelina passt einfach perfekt rein, weil ich spiele hier gegen einen Hexenmeister, der 9 Karten auf der Hand hat. Und die werde ich mir im nächsten Turn einfach zu Gemüte führen. Und habe trotzdem meine ganzen Agro-Karten. Easy. Mal ganz abgesehen davon, dass er jetzt schon hier richtige Probleme gegen mich hat. Vielleicht ist es auch jetzt schon, vielleicht surrendert er auch einfach. Verpackt. Dunkelheit. Okay. Natürlich ein bisschen Pech jetzt, aber... wildes Brüllen. Wildes Brüllen. Ja, das muss ich, glaube ich, hier an der Stelle benutzen. Leider. Acht reicht nicht, ne? Ich muss leider mit dem angreifen, was mir überhaupt nicht passt. Oder mit dem, dem und dem. Kommen die Spöttchens raus. Bum, bum, bum. Das ist nicht meins, Guys. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Im besten Fall ziehe ich jetzt einen One-Drops. Ja, normalerweise mit dem Agro-Druiden, wenn du an den Punkt kommst, dass hier die leeren Fürsten schon liegen und so, da hast du schon ein Riesenproblem, ne? Normalerweise hätte ich jetzt Azelina gespielt, no matter what, aber durch das wilde Brüllen, was ich gezogen habe. Nein! Darf doch nicht wahr sein! Hoffentlich gewinne ich das trotzdem. Boah, ey, der freut sich gerade einen Ast. Ihr seid bereits mein. Ihr seid bereits mein. Meine Loop. Vincent. Hat er genau im richtigen Moment die Ratte gespielt. Unglaublich. Als hätte er es gewusst. Als hätte er gewusst. Letzte Karte, Azelina. Oh. Ja, das war's. Schade, 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 Schokolade, aber ich denke, das wird's gewesen sein. Vielleicht kriege ich hier nochmal einen Jäger. Jäger Hero Power, oh ja, Jäger Hero Power. Ah, jetzt macht er... Ja, es ist halt echt unlucky, ne? Super unlucky. Super duper unlucky. Gefällt mir nicht. Schade, ey. Boah, es wäre so cool gekommen, ne? Mit der Azelina. Es wäre richtig nice geworden. Ich habe die Kraft!
Boah, bitte lass mich irgendwas Gutes ziehen, womit ich das loswerde hier. Oh boy. Ah, jetzt spielt er Gul'dan und dann bin ich raus. Weil durch die dicken Spots komme ich nicht. Dann kann ich nur hoffen, dass ich genug... dass er den Reno Jackson nicht hat und dass ich genug tappen kann, bis vorbei ist. Weil Mechasun, selbst wenn es ein Mechasun-Hexenmeister ist, wird der das noch nicht spielen können. Ah, Entwein. Und Gul'dan. Ja, das war's. Ich gebe mich geschlagen. So ein Mist, ey. Schon lange nicht mehr ein so ärgerliches Spiel gehabt. Ich meine... Ich meine, woher hat er das gewusst? Kann doch nicht sein. Komm, next try. Next try, come on. Next try. Next try. Ich glaube daran, dass meine Idee gut ist. Grüße. Der Glaube versetzt bekanntlich Berge, Guys. Immer dran denken. Even Shaman. Boah. Ich glaube, da bin ich schon down, bis dass ich dazu komme, ey. Jetzt noch einen One-Drop ziehen. Das wäre cool, weil dann könnte ich noch was aufs Brett legen und buffen dann in einem Turn. Coin into. Oh boy. Why? Why? Ich weine hart. Ja, nee, mach ich jetzt so. Even Schamane ist natürlich auch ziemlich hart in Wild. No weapon! Okay. Wir werden diese Welt. Das ist natürlich cool für mich. Hoffentlich kein Gewittersturm und kein, ne? Ja, der andere Sturm, der, ne, macht alles kaputt und, okay. Hey, nice. Und ohne Waffe wieder. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, Minion, Buff, Buff, Hi. Komm, ich geh face. Next turn spiele ich das, denke ich. Obwohl, dann kann ich die Aselina nicht. Ah, wir gucken mal. Wir gucken. Je nachdem, was er jetzt spielt. Ne? Mein Board sieht natürlich super aus. Da kann ich jetzt einfach. Oh no! Face gehen, wollte ich sagen. Eieieiei. Das ist sehr uncool, aber ich spiele den. Ah. Next try. Board wieder voll. Noch eine Devolution wird er hoffentlich nicht haben. Und ja, ich kriege ja die Mana-Kristalle zurück, wenn die sterben. Und Aselina ist noch nicht raus, Guys. Ist noch nicht raus. Ich werde da noch vom Profitieren in der Runde. Sei denn, der spielt auch wieder eine Ratte, wenn ich nur noch die auf der Hand habe. Dann kriege ich zu viel. Schade. Hätte ich die jetzt schon gehabt, hätte ich den auch gehabt.
Well played. Wo haben wir denn hier ein Wildtier? Das ist ein Wildtier? Ne, der hat ein Wildtier, ne? Das da bestimmt, ja. Oh boy, okay, dann kann ich es ja nur so machen. Ah, wie machen wir das jetzt? Ich mache das auf jeden Fall so. Ich mache das auf jeden Fall. Ah, ich weiß es nicht. So. Das Blöde ist, er macht meinen Gruftlord for free. Mal ebenso weg mit seinem Meerriesen. Ja, toll, Schwarz. Oh, ne, er spielt seine ganze Hand leer, ne? Oh, ich hab ein Pech heute schon wieder. Was das auch soll. Malstorm. Ja, das werde ich verlieren. Schade. Das werde ich einfach verlieren. Er hat die coolen Sachen schon rausgehauen. Hatte kaum noch Karten auf der Hand. Pumpt mich natürlich auch ziemlich aggressiv weg mit seinem Kram. Hey, gegen Even Shamane geht einfach nicht. Probier es hier noch, aber. Wir werden bei den Fischen liegen. Ne, keine Chance. No chance. Naja, man kann ja auch nicht jedes Match oder jedes Matchup gewinnen, ne? Und Even Shamane gehört jetzt, glaube ich, zu den Decks, die generell ein bisschen schwieriger sind zu schlagen mit dem Agro-Druiden. Alleine schon wegen so Karten wie Meerriese, ne? Den kriegst du halt einfach nicht weg oder du musst mit deinem ganzen Zeug da reintraden. Priester wiederum? War bisher immer hart, damit zu dealen. Aber ich sag mal so, jetzt mit dem Aselina drin, könnte das doch einen geben. Gerade weil Big Resurrect, ne, habe ich am Anfang gesagt, genau so war ja auch der Plan, dass ich gegen die ein bisschen besser klarkomme auch. Grüße. Weil als Agro-Druide, du musst den Priester quasi wegpumpen, bevor der Barnes spielt, beziehungsweise bevor der seinen Resurrect Kram macht. Steht noch der Abenteuer? Adalas oder Schuss. Jetzt denkt er, Agro-Druid. Oh yes, bro. You're going down. Heute Abend. Barnes. Geschichte
Da gehen die Probleme los. Da gehen die Problemchen los. Vernichtet alle Diener mit zwei Angriff, dann ist GG. Aber egal. Irgendwas muss ich ja machen, ne? Vernichtet alle Diener. Ja, ich bleib jetzt einfach mal drin, aber das war's. Spektakulär. Heute Abend eine Geschichte. Nein. Oh, komm, geh doch nach Hause. Oh, schlimm. Warum werde ich so gequält? Letzte Runde. Letztes Ründchen in dieser Episode. Malfurion gegen Anduin. Schon wieder am Priester. Ich muss die Wildnis schützen. Was ist denn los? Mit Priesterei. Ja, gerade gegen den Priester brauche ich eigentlich den Buff. Grüße. +2/+2 in Karte ziehen, ne? Das ist die, die ich brauche, damit ich die ordentlichen hier Wildtiere hochbuffen kann, die außerhalb der Range sind. Aber generell, ne, Big Resurrect Priest ist halt einfach mega krass. Vernichtet alle unter zwei. Boah, dann kann ich direkt wieder rausgehen. Okay, hat er nicht. Schon mal schön. Ja, und selbst wenn das jetzt hat, kann ich nochmal alles voll machen im nächsten Turn. Deswegen spiele ich jetzt einfach alles, damit. Wenn er es hat, trigger ich ihn jetzt, dass er das spielt. Hat er nicht. So. Das heißt, ich kann jetzt wieder mit einem Face gehen. Eintüten auf 7 ist natürlich auch doof. Richtig gehört. Oh. Hat auch noch Glück mit dem.
Das dann auch noch. So weinen, ehrlich, ey. Ich könnte einfach nur weinen. Ja, ich habe schon keine Chance mehr, weil er wird den jetzt wiederbeleben und dann komme ich wieder nicht durch. Keine Lust mehr. Okay. Schade, also ich habe ja echt gehofft, das klappt ein bisschen besser, ne? Aber was willst du tun? Ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.